Ein wunderschönes guten Abend, Mallorca. Ja, guckt euch mal hinter mir. Da schlüpfen gerade und sind heute Morgen ganz früh schon Meeresschildkröten geschlüpft. Das darf man natürlich jetzt nicht so direkt filmen und zeigen. Ich versuche da gleich mal ein Foto zu machen. Ich wollte euch das aber mal zeigen, wo das passiert. Das ist hier tatsächlich direkt in Palma am Strand und alles abgesperrt. Dann sind vom Aquarium Leute da, die das Ganze so überwachen. Es gibt eine Kamera, die genau aufzeichnet, wann die Schildkröten schlüpfen. Ein Teil der Eier hat man entnommen, die sind in so einen Inkubator gekommen und die hat man dann künstlich ausbrüten lassen, damit man auf jeden Fall nachher genügend Meeresschildkröten hat. Hier gibt es ein Modell, ich werde euch das mal zeigen, wie das aussieht, wie so ein Gelege von einer Meeresschildkröte aussieht. Also das muss ich euch unbedingt zeigen. Also ich guck mal. So, hier könnt ihr das Gelege mal sehen. So sieht das ungefähr aus. Also die Schildkröten, die brauchen eine bestimmte Temperatur, damit die Eier dann wirklich da in dem Gelege ausgebrütet werden. Die sitzen da nicht drauf wie so ein Huhn, sondern die legen ihre Eier ab und der Sand und die Sonne brüten die Eier dann aus. Das ist jetzt ein Modell, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ja, hier könnt ihr das nochmal sehen, wie man sich verhalten soll. Jetzt weht das gerade so ein bisschen, da gibt es richtig Erklärungen. Man soll keinen Krach machen, man soll sofort die 112 wählen, da ist es. Und und wenn man diese Spuren am Strand sieht, dann sieht man, dass da Meeresschildkröten sind. Sieht so ein bisschen aus wie Treckerspuren. Also das muss dann kein Trecker sein, das kann dann tatsächlich eine Meeresschildkröte sein. Ja, und die schlüpfen hier gerade im Hintergrund. Ja, das war dann schon mal mein kurzer Bericht vom Schlüpfen der Meeresschildkröten. Da werdet ihr bestimmt die Tage was sehen. In Cala Mayor gibt es übrigens auch noch mal eine Stelle, wo gerade Meeresschildkröten Eier gelegt haben und wo sie am Schlüpfen sind. Und ist durch die Temperaturen bedingt wohl in Zukunft etwas häufiger. Sie brauchen so ihre 28 Grad, damit die Eier da ausgebrütet werden können. Und die Schildkröten haben gerade gesagt, der Strand muss wohl genau richtig sein, wo normalerweise, hier könnt ihr das sehen, das ist ein Badeturm, wo normalerweise Touristen baden. Ja gut, hier ist es jetzt abgesperrt. So, jetzt schönen Abend noch und lasst mal einen netten Kommentar da. Seht ihr, guck mal, da geht gerade jemand im rein und schaut nach den Schildkröten, ob alles in Ordnung ist. Und schlüpfen wird die jetzt, werden die wohl nicht. Die machen das wohl früh morgens, ganz früh. Die haben ihre festen Schlüpfzeiten. Nicht, wann Leute da sind, sondern wenn die Zeit gekommen ist. Also in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.